Dieses Video ist ein Koop-Projekt zusammen mit Deastwalker aka Tommy. Schaut also auch gerne mal auf seinem Kanal vorbei, wenn ihr seine Sicht sehen wollt. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, und damit herzlich willkommen hier zurück zum Firefighting Simulator The Squad im Multiplayer zusammen mit dem René, dem Avalarion. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag. Beziehungsweise passend zur Mission sage ich mal guten Morgen. Ja, noch nicht ganz, aber fast. Ja, aber das Video kommt auf Sonntag um 10 Uhr, das ist morgen. Ja, das stimmt allerdings, ja. Dass wir hier gerade, also zumindest ich gerade vollkommen übermüdet an einem Freitagabend sitze, das muss ja keiner wissen. Ja, geht mir genauso. Ja, ich bin auch maximal müde, aber wir müssen natürlich ja auch weiterhin Content produzieren. Richtig, Arbeit geht vor. Genau. Wichtig und richtig. Können wir hier auswählen, welches Fahrzeug wir nehmen, oder müssen wir den nehmen? Wir müssen leider den nehmen, alle anderen sind gesperrt. Ja, eine Engine ist immer gut. Wir fahren mit einer Engine und es ist Sonntagmorgen, 10 Uhr, brennt heißes Frühstück, let's go. Ja, richtig. Wenn es Sonntagmorgen 10 Uhr ist, dann würde ich sagen Dauerpressluft. Ach naja, so richtig Pressluft haben die ja nicht, aber... Ja, wir wollen doch Sonder- und Wegerechte haben, also... Ja. Alles an, ne? Wichtig und richtig, also ohne geht nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie man fährt. Pfeiltasten oder W? Was? Ich glaube W? Ah, W war es, okay. Ich wollte gerade sagen, bei mir hat gerade die Textur noch gar nicht geladen, wir standen mitten auf der Wiese. Und ich konnte irgendwie, ach, mit C konnte ich von innen fahren, genau. Ich sehe schon die Rauchwolke da hinten. Ja, die sieht man immer und dann fährt man noch so gefühlt 100 Kilometer. Ne, wir haben tatsächlich nur eine Meile. Das geht eigentlich, ne? Die Lichteffekte kommen gerade richtig gut rüber, ja, Mensch. Richtig schön, ja. Da sehe ich gerade nicht so viel von, ich konzentriere mich auf die Straße. Das wäre jetzt so ein klassischer Moment, erstmal das Elle auf die Straße stellen, Foto machen. Ja, scheiß auf das Feuer. Das brennt nachher auch noch. 8 Mann hinten drin, die zum Einsatz wollen, aber erstmal Foto machen. Erstmal Foto machen. Richtig und richtig. Ich finde das ja immer noch sehr befremdlich, dass man sich bei der Engine hier zwischen Fahrerkabine und Aufbau stellt, um da die Pumpe zu bedienen. Ja, Amerika halt, ne? Also. Richtig wilde Sache, ja. Ist ein bisschen ungewohnt für uns. Wobei ich meine letztens auch schon mal. Ich weiß nicht, ob es für Deutschland war oder so Bereich Österreich, Schweiz. Da haben die das, glaube ich, teilweise auch schon. Also da gibt es das auch schon. Ja, also ich meine, gute Mitschiffspumpen gibt es ja schon länger, aber die bedienst du ja dann meistens so vom Heck aus, so mit so einem. Ja, aber Schlingmann zum Beispiel, Schlingmann ist sowieso besser, aber Schlingmann war zum Beispiel in der Leiste, wo die Rücklichter sind. Hast halt das so übereinander angeordnet, sieht ein bisschen komisch aus, aber. Sowas habe ich tatsächlich im deutschsprachigen Raum noch nicht gesehen, aber ist gut möglich. Hier müssen wir rein. Boah, RTW ist schon da. Hier, das ist aber nicht nur ein Stück, was hier brennt. Die ganze Hütte steht ja am Vollbrand. Eine Engine reicht da definitiv aus. Ach da. Aussteigen. Ja, das reicht. Also, das schaffen wir schon. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja Profis. Also, wir müssen auf jeden Fall erstmal Stromversorgung abschalten, ne? So wie der das gerade erzählt hat. Soll ich danach mal suchen gehen, ob ich das finde? Ja, mach das mal. Ich baue in der Zeit eine Wasserversorgung auf und guck mal, dass wir da Wasser reinkriegen. Würde ich sagen, dann befähigst du auch unsere beiden KI-Kameraden. Weil dann schnapp ich mir jetzt einfach mal eine Axt oder einen Helligen. Die KI hat schon die Wasserversorgung aufgebaut. Sehr schön. Das ist gut. Brecheisen, also ich will eigentlich eine Axt haben. Echte Firefighters brauchen eine Axt. Da. Ach, die haben sogar schon. Die löschen sogar schon. Was? Ich hab dir noch gar nichts gesagt. Nee, ich hab dir noch gar nichts gesagt. Die haben sich ja vor der Lage zu löschen, also. So, was haben wir denn hier? Wir gucken einfach mal drumherum. Hier haben wir einen. Sicherlich Lieferanteneingang. Boah, hier die Hütte. Boah, die steht richtig in Vollbrand. Hier brauchst du auch kein Fenster mehr aufmachen, die sind alle schon raus. Ja, unser KI-Kamerad geht von vorne rein. Ich gehe mal von der Seite rein. Also man hat auch gar keinen Zugang. Ich glaube, Seite ist gut, da könntest du mit einem Schlauch vielleicht was reißen. Aber von hinten kommst du auf jeden Fall nicht rein. Keine Chance. Ich gucke jetzt mal, ob ich zum Lieferanteneingang irgendwie reinkomme. Oder brauche ich bestimmt wieder die...
Ja, natürlich. Also der zweite KI-Kamerad, der grüne, ist noch frei, falls du Unterstützung brauchst. Ich glaube, geht's. Ich muss nur ein Werkzeug holen. So wie, das Dach fackelt, hätte ich gerne Drehleiter. Ja, irgendwie so ist ja cool, ne? Ach, hier haben wir doch die Kreissäge. Gut, K12 hier. So, jetzt können wir die Hütte hier mal aufmachen. Ach ne. Ja, ich versuche mich mal ein bisschen von der Seite reinzukämpfen. Das sieht richtig übel aus von außen, ja. Hm. Es dürfte auch gut heiß sein da drin. Kalt ist was anderes. Aber bis jetzt. Ah, ich habe schon mal die erste. Ist der eine noch frei? Oh, shit, jetzt hat's durchgezündet. Der grüne ist frei, der Zweier. Zweier ist das, ne? Ich brauch den. Ach so, wie konnte ich dem nochmal Befehl geben, was das da was mitbringen soll? Das ist ein Jam, nur zwei drücken und dann öffnet sich das Befehlsrad. Ist das nur? Ach nee, unten steht's ja. Rechte Maustaste und dann. Die Nummer. Ja, okay. Also ich habe hier auf jeden Fall schon mal... Oh, das riecht scheiße. Oh. Ich habe hier noch eine Person, die gerettet werden muss, aber ohne Schlauch komme ich hier nicht weiter. Einen bringe ich jetzt schon mal raus. Strom habe ich leider noch nicht gefunden. Ich kann mal versuchen, mich zu dir durchzukämpfen. Ja. Problem ist, das Ding hier ist so heiß, es fängt alles sofort neben mir wieder an zu brennen. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir... So, ja, muss ich gleich mal vergeben. Dass wir den Strom abschalten, weil sonst flammt das immer wieder auf, glaube ich. Weil ich komme hier tatsächlich gar nicht vorwärts. Wenn ich die linke Seite vom Gang lösche und dann rechts weitermache, steht die linke Seite sofort wieder in Flammen. Das ist wirklich heavy, ja. Hier sind auch immer noch Fensterscheiben drin. Ja, aber wenig. Also der Rest ist schon gut rausgebrannt. Ne, hier auf der Seite sind tatsächlich noch alle drin. Mach die mal raus hier. Wir hatten doch schon mal hier die Hütte, oder? Wir hatten einen ähnlichen Diner, wo das Auto reingefahren ist, ja. Auf jeden Fall. Gib mir mal deinen Schlauch bitte, Kollege. Gib mir den. Aber das war, glaube ich, nicht die Stelle. Das war ein anderer Diner. Da waren wir auch mit der Drehleiter vor Ort. Ja. Jetzt tue ich mir selber mal nochmal. Drei roten Schlauch. Strahlrohr und was haben wir hier? Druckschlauch. Okay, die Fenster hier scheinen tatsächlich schon rausgebrannt zu sein. Warte mal, Angriffsschlauch war doch. Der rote. Musste ich erst anschließen. Ja, richtig, ich musste erst anschließen, bevor ich das Strahlrohr dran machen kann. Ja, genau. Erst anschließen und dann Strahlrohr holen. Ja, dann laufst du wieder langsam, ne? Ja. Na gut. Ja, ich probier's jetzt nochmal. Also ich weiß auf jeden Fall, wo eine Person liegt, aber ich krieg's aktuell nicht raus. So. War vielleicht taktisch unklug von mir, die Tür kaputt zu machen. Vielleicht. Da hat es nämlich schön durchgezündet, deswegen. Au, jetzt hat es wieder durchgezündet. Was machst du denn da hinten? Ich komme hier aber auch nicht vorwärts. Ich habe auch so meine Probleme. Oh, hier steht ja alles in Brand. Ja. Ach, der Grüne jetzt. Vielleicht wäre es klug, wenn wir uns aufeinander zubewegen, so, weißt du?
Ja, ich hatte gerade geguckt, ob ich zu dir rumkommen kann, weil, wie gesagt, wenn ich da hinten am Eingang rechts anfange und dann links weitermache, steht rechts wieder alles in Brand. Ja. Ich komme da hinten nicht weiter. Wir müssen... Pass auf, ich lasse das jetzt erstmal, ich suche Strom mehr, ich glaube wohl. Das bricht uns das Genick, wir kriegen das ohne, dass wir den Strom nicht abgeschaltet haben, einfach nicht aus. Ja, versucht mal. Wie die Hütte fackelt, muss man schon fast sagen, kontrolliert abbrennen lassen. Ja, ja. Eigentlich nur Außenangriff. Personenrettung, Außenangriff und gut. Was ist denn das hier? Komm ich hier durch die Wand? Nee. Problem ist, ich habe gar keine Chance, ich komme nicht so richtig vorwärts. Das ist eigenartig. Ich versuche mich hier drin jetzt einfach mal ein bisschen durchzukämpfen. Oh, hier liegt auch noch eine Person. Das zündet immer wieder durch. Ich muss Strom suchen, das geht nicht anders. Wo ist denn dieser schöne Stromkasten? Und hier ist noch eine Person. Und noch einer. Wie viele Leute hier noch rumliegen. Wie bist du denn hier? Durch den Haupteingang. Das hier gar nicht mehr gehen. Das ist ja Wahnsinn. Hauptsache ein Tannenbaum steht hier, Mensch. Das ist ja passend. Okay, der Stromkasten ist nicht auf dem Klo. Das ist gut. Was macht denn die 1-1? Macht ja gerade gar nichts mehr, ne? Der sollte gerade auch wen retten. Wir haben gerade beide Personenrettung durchgeführt. Hier? Ich dachte, du hast dich gerade verbrannt. Ja, es war ein bisschen heiß, aber geht. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, ich hab einen Feuerlöscher gefunden. Ja, hängt auf dem Klo. Aber ich glaube, ein Feuerlöscher bringt dir hier nicht mehr viel. Also das hilft. Das ist ja hier einmal toll. Taktisch gelöscht. Aber ich finde so, diesen scheiß Stromkasten. Hier ist auch noch ein Klo. Alter, er löscht aus dem Fenster raus. Was ein Fullinger. Aua, heiß. Ne, ich hab jetzt, glaube ich, also ich glaub. Yes, sir. I'm with you, boss. Lead the way. Ich hab eine andere Idee. Wie kann ich denn. Ach so. Ich hab grad was ganz Dummes gemacht. Ich bin durchs Feuer gelaufen. Bin ich komplett eingekreist. Das ist eine schlechte Idee. Ja. Warte, ich versuch dir zu helfen. Alter, ist das heiß! Mhm. Ich habe nämlich eine Idee. Aber hier war es wahrscheinlich schon drin. Ja, hier liegt ein Schlauch, hier war schon wieder.
Feuer ist einfach nur alles Feuer, voller Feuer. Wahnsinn. Ja, ich sag ja, einfach abbrennen lassen, kontrolliert und gut ist. Weiß auch überhaupt nicht, wo ich bin hier. Ich spiel gerade ohne Sinn und Verstand. Ach, hier ist der Lieferanteneingang. Ah, ja, da war ich schon drin. Ja, ich habe hier halt keine Orientierung, ne? Ich war hier hinten noch nicht. Ich versuche gerade nur Räume zu suchen, die so aussehen könnten, als könnte dort ein Stromkasten sein. Ja, die Idee hatte ich auch schon, ich finde nur leider nicht. Ich lösche jetzt. Vielleicht findest du ihn, hast mehr Glück. Ich will mal kurz was gucken, ne? Ich habe nämlich gerade so eine ganz blöde Idee. Wir nehmen das Problem und schieben es einfach woanders hin. Ich bin gerade am gucken, wer sagt denn, dass dieser blöde Stromkasten drin ist? Ja, ich habe auch schon außen geguckt, aber leider nichts gefunden. Oh, die Scheiben sind ja doch noch drin, ja. Aber jetzt kann ich hier mit den KI-Kameraden so ein bisschen einen kleinen Fortschritt erzielen. Ich habe keine Ahnung, wo der Stromkasten sein soll. Ich kann mir nur vorstellen, dass der irgendwo im, ich sag mal, Barbereich oder Küchenbereich da irgendwo ist. Ja, ich versuche gerade schon die Küche abzulöschen, weil ich würde ihn hier tatsächlich am ehesten vermuten. Ich hab ihn. Super. Wo war er? In so einem kleinen Lagerraum neben der Küche. Also es sieht aus wie ein Lagerraum. Also so, dass man ihn nicht finden konnte, wie er war. Er stand halt komplett in Vollbrand. Ah, okay. Vielleicht haben wir jetzt eine Chance. Ich habe ihn auch nur dank der Zielmarkierung gefunden. Echt? Gibt's ja. Da eine? Ich ja. Da an, wo das ist? Ja. Wie krass. Hab ich nicht beachtet. Wenn du das oben als Main Quest aktiv hast, dann zeigt er dir das ganz leicht an. Sobald du in der Nähe bist. Ah, okay. Erstmal die Fenster hier mit dem Strahl rausschießen. Ja, ein paar habe ich auch schon kaputt gemacht. Damit die Hitze da rausgeht. Boah, ist das intensiv hier, meine Güte. Ja, eine Engine reicht. Auf jeden Fall. Ich meine, braucht man da nicht. Wir haben mit einer Engine einen kompletten Flugzeugabsturz bekämpft. Das stimmt, ja. Dann kriegen wir ja wohl auch sowas hin. Ja, die Tür zu machen, das wird ein bisschen heiß von hinten. Danke. Willst du hier in Ruhe das Lager löschen und plötzlich hast du einen Funkenflug im Nacken? Das ist schlecht. Weil irgendwer die Tür aufgelassen hat. Na, ich frage mich, wer das war. Ich. Ist ja sonst keiner hier. Da, ja, der Tom und der Bill. Alle mit da, ja. Ja, aber die sind ja bei dir, hoffe ich. Ja, die sind bei mir, die machen ja ordentlich. Tatsächlich funktioniert das auch ganz gut, wenn man die so denen sagt, dass die mit einem kommen sollen, dann halten die ordentlich mit drauf. Kann man nicht sagen. Das Schlimme ist, ich bin gerade in einem Lager und ich kann nicht sehen, wie groß das ist, weil ich einfach eine riesige Flammenwand vor mir habe. Ja, das ich weiß nicht, ist das vorne Wand, ist da ein Fenster, ist da eine Tür? Wie groß ist dieser Raum noch? Ah, hier ist eine Wand. Ich mal schnell ja die andere Seite noch ablöschen, bevor es wieder durchschlägt. Okay, in dem Lagerraum ist Feuer aus. Ich habe Angst, wenn ich jetzt die Tür zur Küche aufmache, dass hier gleich wieder alles im Brand steht.
Ja, das ist das Problem, weil das auch wirklich einen Einfluss drauf hat. Das ist halt aber eigentlich auch geil. Also hier... Oh ja, das Ding ist halt, ich bin jetzt gerade in dem Raum gefangen. Ich muss die Tür aufmachen, weil es gibt keine... Okay. Okay, was soll schon schief gehen? Ja, es geht. Wir arbeiten uns jetzt mit dir zur Küche vor. Also ich bin mit in der Küche. Muss halt nur aufpassen, nicht, dass hier wieder irgendwelche Fettbrände sind. Dann brauchen wir natürlich einen Feuerlöscher. Ich habe erstmal die Tür zum Lager zugemacht, damit das nicht wieder anfängt zu brennen. Und jetzt versuche ich hier ein bisschen die Küche zu löschen. Pass auf, ich lasse dir mal den, Einser-Typ, sag ich mal, hier. Und geh mit dem Zweier von der anderen Seite ran. Ich denke, das macht Sinn. Hier hinten ist schon mal ganz gut aus. Es schlägt halt von hinter der Bar immer wieder durch. Ja, da sind wir jetzt dran. Oh Gott, oh Scheiße, Fettbrand. Ich brauche einen Feuerlöscher in der Küche. Vom Seiteneingang liegt einer, oder ist das der Haupteingang? Ich weiß gar nicht. Ja, da komme ich jetzt aber nicht hin, weil die ganze Küche jetzt wieder im Brand steht. Soll ich dir helfen? Soll ich einen bringen? Ja, das wäre nett. Mach ich. Ja, ich bin auf dem Weg. Wow, heiß. Du bleibst da. So, wo ist es? Hier die Mittelinsel, da. Oh, und ich glaube da hinten die Pfanne auch. Ja, ne? Ich denke, so sollte es jetzt hinkriegen, ne? Ja, ist noch jetzt ist hier nicht aus. Mehr vier drin. Ja, super. Dann gehe ich wieder vorne hin. Irgendwo hier habe ich doch meinen Strahlraum abgelegt. Alle liegt ja. Ist halt echt blöd, dass hier von zwei Seiten noch offen ist. Ach, hier ist noch ein Lager. Ja, machen wir erst das Lager. Wir sollten vielleicht nicht unbedingt alle Türen aufreißen in so einem Gebäude. Ja, das stimmt, das war auch ein Fehler. Aber manchmal siehst du auch gar nicht so das Feuer. Das ploppt irgendwie manchmal erst auf, wenn du direkt davor stehst. Richtig heimtückisch hier. Lebt unser KI-Kamerad hier drin, ey. Hilfe. Au, 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 au. Mir fehlt hier immer noch die Funktion Sprühstrahl. Ja, das stimmt, das wäre geil. Würde vieles einfacher machen. Die einzige Sache, die Notruf halbwegs gut hinbekommen hat, dass man da auch schalten kann. Ja. Was ich leider in der Videoreihe zu dem hier Angriffstrupp spiele, habe ich das leider erst in der allerletzten Mission gelernt, ja, dass man das kann. Ich hab's gesehen. Es war eine Katastrophe. Ich habe alles mit dem Feuerlöscher gelöscht. Es war eine Katastrophe. Ja, gut, warum auch nicht, ne? Also, reicht doch. Ich bin immer noch der Meinung, dass das einem einfach nicht erklärt wird im Tutorial. Ich hab das Tutorial extra gespielt, was ich sonst nie mache. Ich ablege die Tür, schließen Tür zu, Tür zu. Ja, also ich fand spannend, wie du da versucht hast, mit dem Feuerlöscher diesen brennenden LKW zu löschen. War eine Katastrophe. Ich kann mich noch genau erinnern, weil ich hab's ja wie gesagt auf Konsole gespielt.
das war so der Moment, wo ich gedacht habe, Alter, ne, warum tust du dir das an? Weißt du, einfach ausmachen, ins Bett gehen oder irgendwas anderes Schönes machen, aber nicht diesen Scheiß spielen. Zum Glück hast du dir dafür nicht extra eine Konsole gekauft. Ich glaube, da hätte ich es auch nicht gemacht. Oh, hier ich ist halt ein Fettbrand. Absolut, also der Feuerlöscher ist noch da, ist nicht mehr viel drin. Muss mal gucken, ob es noch reicht, wenn nicht, muss ich einen neuen holen. Ja, das Problem ist, ich muss jetzt erstmal wieder alle Feuer drumherum rauskriegen. Das Ding ist, ich bin da halt auch absolut kein Konsolenspieler, ne? Ich hab gar keine Konsole. Also, gut, mein Bruder hat halt die Xbox, aber ich selber. Ja, ich habe auch keine Konsole. Ich spiele alles am PC. Ja, genau. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir mal eine Switch hole. So ich weiß unterwegs. Ja nicht. Und ich glaube, ich wenn dann immer noch auf die zweite Generation warten, die dann sicherlich irgendwann mal rauskommt. Ja, ist angekündigt für nächstes Jahr, Frühjahr oder Sommer, ja. Glaube ich. Ich glaube, dann würde ich halt einfach darauf warten. Bis dahin habe ich Steam Deck, da kann ich hier einen Firefighter Simulator drauf spielen, so. Ja, Steam Deck soll ja auch tatsächlich eine gute Alternative sein. Ist es tatsächlich. Also man muss sich halt klar sein, es ist halt. Es fehlt da so dadurch so ein bisschen der Reiz des ja, Konsole, sag ich mal. Weil du spielst halt PC-Spiele auf dem Handheld, sag ich mal. Wir brauchen zwei Feuerlöscher, weil hier sind zwei Fettbrände. Na gut, das kriegen wir auch mit einem hin. Ja, aber ich dachte, da ist nicht mehr viel drin. Ach so, ja, ja, das ist ja klar, ich hol einen neuen, aber. Ich gucke. So. Ist ja auch kein Wunder, dass wir hier nichts auskriegen, wenn hier gleich zwei Fettbrände auf 5 Meter Küche sind. Feuerlöscher sind ja sogar begrenzt, ne, auf dem Fahrzeug. Ich glaube, wir haben nicht unendlich. Nee, haben wir nicht. So, dann ich komme rein. Aber im Notfall hängt auch noch einer auf dem Klo. Ja, dann geht's ja. Wo muss ich hin? Hi. Hier. Einmal links, einmal rechts. KI, kannst du mal aufhören, das mit Wasser zu löschen? Keine gute Idee. Hallo, weg da mit deinem Wasser. Hält aber auch voll drauf, ne? Aus? Ja. Ja. Guck mal, war gelöscht. Ich stell den Feuerlöscher hier in die Küche. Jetzt können wir uns drum kümmern, hier den Rest zu löschen. Jetzt sollten wir das wohl hoffentlich auskriegen. Ich muss erstmal meinen Schrauber finden. Ah, ja, liegt's ja. Also hier den Tisch, den habe ich auch schon gefühlt 500 Mal gelöscht. Ja, ich weiß auch nicht, warum der immer noch brennen kann. Alles sehr, sehr... brandlastig hier. Ich habe gedacht, das wird so was Kleines, so zum Einstieg, aber nee, gleich so. Ah, nee. Direkt wieder eine große Mission rausgesucht. Ich dachte, wir können jetzt noch schön frühstücken. Ja, ne, kleines Feuer löschen und dann schnell was essen. Mittlere Missionszeit abgelaufen. Boah, wir sind echt langsam. Wir sind echt langsam. Ja. Ja gut, aber wir haben auch ewig gebraucht, bis wir diesen blöden Stromkasten gefunden haben. Das stimmt. Er ist auch manchmal echt gut versteckt. Ja gut, hängt deiner gleich neben der Haustür? Das nicht, nein, aber... Ja, gut, klar, natürlich, aber... Ja, es ist halt doof so. Aber was willst du machen? Ach ja. Aber jetzt kriegen wir das ja langsam unter Kontrolle. Ja, jetzt langsam wird's. Ich meine, wie gesagt, nur eine Engine, ne? Hier, Leute, eine Engine, riesen Diner, was voll im Brand steht, mit Menschenrettung und allem drum und dran. Schon heavy. Ja, du, die Leitstelle weiß, dass wir einen Flugzeugabsturz geschafft haben, alleine. Ja, genau. Ja, genau, also, deswegen. Jetzt wir fahren alles alleine. Mehr schocken. Wir fahren alles alleine, wir brauchen nichts anderes. Kostet alles nur Geld. Genau. Das ist wie früher ein BFE, das Teelöfter Mach 3. Oh ja. Das Feuer hat Angst bekommen, wenn es kam. Aber es kam halt nicht so oft. Oder wie in Altenau, wenn dein LF86 kommt. Geht's Feuer ja, auch aus. Ja, richtig. Angst ist das. Pure Angst.
Ah, da wird es jetzt auch Zeit, dass ich da langsam mal weitermache. Ja, was? Ich habe so viel Motivation, aber keine Zeit. Ich möchte spielen. Ja. Aber was willst du machen? Ich kenne das mit der keine Zeit. Ich möchte gerne nochmal Kind sein, weißt du? Früher, da warst du, da hattest halt entweder einen scheiß Rechner oder das entsprechende Spiel nicht. Dafür Unmengen an Zeit. Heutzutage kannst du einfach alles kaufen oder alles besorgen. Hast du auch dafür keine Zeit mehr. Das ist auch voll kacke eigentlich. Ja, ich hätte gerne nochmal so 6 Wochen Sommerferien. Ja, auf jeden Fall. Das wäre mega. Das wäre wirklich geil. Aber leider ist das nicht. Guck mal hier. War doch trotzdem gut, ne? Ganz cool, wenn man jetzt noch richtig alles wirklich ordentlich belüften müsste. So Lüfter stellen und so. Das hätte noch was, aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Wäre schön, aber naja. Ich hätte auch gern Verkehrsunfälle. Ja, auf jeden Fall. Das ist immer noch ein großes Manko, finde ich. Weil das sich auch, glaube ich, auch gut machen würde. Ich kann mir das echt gut in dem Spiel vorstellen. Aber ja. Gut, was willst du machen, ne? Boah, guck mal, Levelaufstieg. Immer die Fahrzeit war gut. Mittel, reicht. Fahrzeit, Mittel. Ja, aber wie hätte ich noch schneller fahren? Ich war schon die ganze Zeit auf dem Vollgas. Vielleicht Abkürzung nehmen, über den Acker fahren oder so, ich weiß nicht. Ja, genau. Sag mal, haben wir. Wer will mir denn das erzählen? Wasserverbrauch 2220 Liter? Ja, wir haben die Strahlrohre nur auf 40 Liter eingestellt. Ja, so sah das definitiv aus. Ich meine, ich habe die Scheiben damit rausgepustet. 30 Stück insgesamt. Sieht man sogar, guck mal an hier. Ja, läuft. 6 belüftete Zimmer, 8 geöffnete Türen, 5 Opfer gerettet und 30 zerbrochene Fenster. Mensch, gab's das früher schon, ja? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, ja. Ist ja ein Ding. Cool. Und wir sind 2,6 Kilometer gelaufen. Wo man richtig Arbeit gehabt, ja. Gibt's doch nicht. Einmal frei. Ja, dann ne? Würde ich sagen, reicht das auch für die erste Folge? Wir sind ja also, nur 32 Minuten bis jetzt. Ja, nee, ja. Wir brauchen jetzt nicht noch eine Mission anhängen. Na, ich denke auch nicht. Ich denke, es reicht. Das machen wir dann in der nächsten Folge. So sieht es nämlich aus. Also, gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.